Oh nein, wieder die Orgel. Weg, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Die Nacht des geilen Raben. Oh, die Nacht des geilen Raben. Was gibt's denn da unten? Oh, Feuermesser. Oh. Was gibt's hier noch? Guck mal, hier ist übel der, ne? Seht ihr selber. Schmock, Alter. Hier scheißen die mal rein, die ganze Novizenbande, ey. Ja, hi, ne? So, in der heutigen Folge werden wir uns soll ich da mal ein bisschen tauchen? Vielleicht gibt es ja irgendwas unter Wasser. Werden wir uns wie schwimmt der Junge denn? Ach so. Zur Taverne begeben. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Oder? Da? Ne. Gut. Ey, ich liebe das ja, wenn ich dann sowas finde, ne? Sowas entdecke. Gut, dann, ja. Schön. Wir sollen, hab's gerade nachgelesen, 12 Weinflaschen an die Taverne verkaufen zum Preis von 240 Gold. Und da das super gut ankam, dass wir die Schafswürste wirklich sehr gerecht verteilt haben, werde ich mich darauf bemühen, dass wir auch wirklich die 240 Gold zusammenkriegen. Weil, wenn ich in die Bibliothek darf, komme ich in den Kreis der Auserwählten und ist auch geil, die Magier bestimmen selber, wer in die Bibliothek darf und das sind dann Auserwählte von Innos. Ich guck gerade, hier gibt es bestimmt einiges zu ernten noch hier. Guck, um Kloster herum gibt es bestimmt einige Ecken, wo ordentlich Kräuter sind. War da gerade ein Kronstöckel? Ich darf kein Kronstöckel mehr. Nee. Nicht Kronstöckel. Was hatten wir immer gesagt? Na, hier, Dingens. Feldknöterich. Darf ich nicht mehr übersehen. So. Generell darf ich nichts mehr übersehen, weil alle sagen ja dann immer, du hast bei 1125 Kohle vergessen. Oder du hast... Hey, Max. Du hast bei 34.018 genau neben die offensichtlichste Steintafel überhaupt übersehen. Neben Iskarot. Hey, you. Was verkauft der euch nochmal? Ach schon. Goblin-Skelette. Du überzeugst mich. Halt die Phrase. Überzeugst mich nicht. So, Bogen raus, Leute. Wisst ihr mal, was vor euch kommt. Wobei, hier ist ja nichts. So, jetzt wollte ich noch eine Sache ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt, aber da bin ich irgendwie gleich drauf gekommen. wo war? Aufs Maul? Nee. Wo war das? Ah, hier. In der Taverne wird gewettet. Randolph erzählte mir von Ruka und seinem Wettsaufen. Randolph hat nicht genug Geld, um nochmal gegen Ruka anzutreten. Randolph hat den Verdacht, dass Ruka beim Wettsaufen betrügt. Randolph würde die Flasche Wacholder in Rukas Truhe am liebsten mit einer Flasche Wasser vertauschen. Ruka nennt sein kleines Spiel leere den Krug in einem Zug. Kein Interesse, ich werde ihm jemand anderen suchen, den er verarschen kann. Oh, was ist denn hier los? Ein Karnickel. Ist hier noch irgendwas Tolles? Nee. Tja. Alter, kann die Krähe mal die Backen halten? Nee, ich glaube, dann ist das nochmal was anderes mit dem Lehrer. Also ich glaube, dafür müsste ich nachts seine Truhe knacken und da Wasser reinlegen und den Wacholder raus. Und dann müsste ich gegen ihn antreten. Oder? So, jetzt machen wir aber erstmal... Aber die Frage ist, ob nachts... Oh, echt? Hab ich? Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph.
Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens 2 Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wie hoch ist dein Einsatz? Das hatten wir schon mal. Dann vergessen wir die. Aber wo war der nochmal Randolph? Wo kam der nochmal her, Alter? Da oben ist erstmal eine Harp hier. Okay, gut. Also, ich bin hier, Orlan. Boah, Alter, der Axt. Ich bringe den Wein aus dem Kloster. Ausgezeichnet. Darauf habe ich schon gewartet. Ich habe mit Meister Gorax den Preis schon ausgemacht. Ich gebe dir die 100 Goldmünzen direkt mit. Ey, ich lass mich hier nicht verarschen, Junge. Das klar. Willst du mich verarschen? Der Preis sind 240 Goldmünzen. So, Gorax hat dich wohl vorgewarnt, was? Gut, vielleicht kommen wir 2 ins Geschäft. Der wollte mich wirklich verarschen. Ich gebe dir 100 Goldmünzen für den Wein. Du erzählst Gorax, dass ich dich über den Tisch gezogen habe und bekommst von mir 4 Spruchrollen. Irgendwann muss das hier so kommen. Die Phrase. Hey, gib mir einfach die 240 Goldmünzen. Du willst kein Geschäft machen, was? Da muss man auch mal zuhören. Na gut, hier ist das Gold. Der Pfad von Innos darf nicht. Man darf nicht von abkommen. Wie hat er eigentlich? Hat klar. Er irgendwie, ich erzähl dir doch nichts Neues. Immer noch die alten Sachen, ne? Die eigentlich übel sick sind. So etwas nicht, jeder Gürtel habe ich selber. Ring dafür. Okay. Blablabla. Das bla, war bla, auch bla. Schon vorher klar. Gut. Dann war's das auch schon wieder hier. Wo war denn nochmal Randolph? Gar nicht, dass das alles ist. Warte, da können wir übrigens auch irgendwann nochmal hin. Aber wo war denn Randolph? Randolph? Ach, der war auf dem Bauernhof, oder? Oder? Ach so, egal. Irgendeine scheiß Nebenquest. Ist doch egal. So, was haben wir denn dann noch für Aufgaben im Kloster? Ich glaube, dann haben wir alles soweit. Oder? Bin gespannt, wie lange das... Also, bisher macht das nicht den... Ich meine, wir sind jetzt 2 Folgen bisher im Kloster. Und haben jetzt schon übel viel Quests gemacht. Ist auch so lustig, die sind alle übel easy, die Quests. Also... Du musst nicht irgendwie fighten, ne? Ist klar, du musst eigentlich nur von A nach B rennen und mit den Leuten quatschen. Aber ich glaube, im Kloster ist halt sehr viel mit Intrigen und so. Dass da immer ein paar sind, die dich entweder übers Ohr hauen wollen oder du musst die halt überzeugen. Ja, ich führe die ja hier gerade alle an der Nase rum, von wegen, ich wäre so ein guter Schüler und bla. Ich lasse mich nicht bescheißen, mache hier keine Deals mit irgendwelchen Spackos und so. Hier links und rechts muss ich nochmal gucken, ob da irgendwelche Kräuter sind. Das sieht übel danach aus. Ich frage ist, ob ich dann wieder hochkomme. Ich speichere hier mal, weil wenn ich nicht wieder hochkomme, lade ich einfach neu. So. Hoppa. Guck mal, gibt es hier Kräuter, Junge? Oh, Alter, wieder diese gefährlichen Tannen, wo man keine Ahnung hat, wann es hier abwärts geht, ey. Boah, ey. Okay, hier sind keine Kräuter. Keine Kräuter. Und hier? Hier irgendwie? Nee, ist auch nichts. Also als Entwickler würde ich hier Pflanzen hinsetzen. Kommt ja übel gut. Ist dann auch so ein bisschen versteckt. Ja. Nicht hier so einfach am Wegrand. Aber sowas findet man auch auf den Gothic. Also sowas nicht. Warte mal, komme ich jetzt hier wieder? Ja, da komme ich wieder hoch. Hey, mach keinen Scheiß jetzt. Aber warte, vielleicht geht's ja hin weiter. Ich bin... Guck mal hier. Oh, Alter, da komme ich hoch. 100 pro. Pass auf. Nein! Hier, direkt an der Kante. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht runter. Oh! Easy. Tief fallen war noch nie mein Problem. Komme ich da nicht hoch? Oh, der Typ mit der Orgel, Alter, der dröhnt bis hier. Okay. Egal, gehen wir wieder rein. Ich scheiß mal drauf, Tür zu machen hier, meine ich. Gorax. Richtig. Als ob ich nicht schon. Gorax! Ich hab Wein, Gold. Ich war bei Orlan. Und? Hast du die 240 Goldstücke bekommen? Ich habe das Gold bekommen. Ausgezeichnet. Du bist zu gebrauchen. Nimm diese Spruchrolle der Heilung als Belohnung. Und nun geh und widme dich anderen Arbeiten. Das ist heftig, ne? Vom anderen hätte ich 4 bekommen. Aber wer weiß was... Naja, aber ich hätte den Job verkackt.
So. Was muss ich denn jetzt noch alles machen? Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Du hast Bruder Neos die Feuernesseln besorgt? Easy. Es ist dir gelungen, ach, das Rezept finden und so die Kammern zu reinigen. Als ob ich nicht schon genug. Du hast die Nahrung gerecht an die Novizen verteilt, wie Bruder Gorax es dir aufgetragen hat. Du hast den Wein zu Goraks Zufriedenheit verkauft. Du hast zwar gearbeitet, aber deine Pflicht ist es, noch weiter der Gemeinschaft zu dienen. So steht es in den Heiligen Schriften. Was habe ich denn noch für Quests? Das verlorene Rezept. Erstmal ihr Opolos-Rezept. Opolos will einen kurzen Blick auf ein Rezept zur Herstellung von Mana-Trinken werfen. Wenn ich für Neoras arbeite, kann ich mir es vielleicht ausleihen. Meister Neoras vermisst ein Rezept zur Herstellung von Mana-Trinken. Das ist bestimmt das Rezept, das Opolos kurz mal sehen will. Babbo und der Kräutergarten? Babbo würde lieber wieder im Kräuterbeiter. Ah, okay. Ein Gebet für Paladin. Meister Marduk hat keine Aufgabe für mich. Er sagte mir, ich solle lieber ein Gebet für die Paladin sprechen. Ach so. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Geld? Habe ich Geld für Gebet? Bla. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dann bete ich jetzt für die Paladine. Mauerplatz, Junge, hier, Sergio. Hey. Zur Seite, ich muss beten. Hey. Alter, es sieht aus, als würde ich den einblasen. Junge, geh weg! Innos hatte deinen Schützen. Ja. Okay, habe ich gemacht. Ich habe für dich gebetet. Du hast für meine Brüder gebetet. Dafür will ich dir danken. Ja. Sag mir, was ich für dich tun kann. Erfahrung im Kampf teilhaben? Ich hab. Ja, wenn er dann mir nur. Wie wär's mit einem. Also Gold ist immer nicht worth, weil genau so eine Gelegenheiten, da arbeitet man ja darauf hin, was man mit Gold nicht erreichen kann, so einfach. Ich mach das aber. Lass mich an deiner Erfahrung im Kampf teilhaben. Wenn du kämpfst, dann sichere dich so ab, dass dich niemand von hinten. Ja, bla bla bla, random talk. Ich brauche Zugang zur Bibliothek. Nun, ich kann dir den Zugang nicht gewähren. Dazu musst du erst deine Aufgaben erfüllen. Aber helfen kann ich dir. Geh zu Meister Iskaroth und sprich mit ihm. Ich hörte, er braucht Hilfe und wollte zu ihm gehen. Doch ich gebe diese Aufgabe jetzt an dich weiter. Ja, jetzt wäre das jetzt übel krass hier. Welt geht unter und du kannst sie retten, ey. Ich gebe diese Aufgabe jetzt an dich weiter. Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit. Blablabla. Okay. Inos erleuchten. Ja, dein auch, ey. Ave Educto in dein. Hier, Mardo, ich habe gebetet. Ich habe für die Paladine gebetet. Daran hast du gut getan. Nun geh und verrichte weiter deine Arbeiten. Easy. Gut, Iskaroth war doch. War der nicht hier beim. Nee, wer war nochmal Iskaroth? Ach, ich weiß wer. Die hier nicht, ne? Pyroka, bla bla bla. Der steht draußen. Das ist ein. Nee. Oder? Entweder ist das hier rechts der Novize oder der hieß irgendwas anderes mit I. Igaratz, genau. Iskaroth. Meine Meinung kennst du ja schon. Babbo. Iskaroth. Ist der unten irgendwo? Ist das. Hä? Der ist ein Iskaroth. Babbo, wie geht's dir? Achso. Ich bin bereit. Achso, nee, ja gut. Ah, genau, was hatte ich denn jetzt davon mit dem Paladin? Da, 2% auf 2 hinter. Yay, siehste? Können wir mal sehen. So, Iskaroth muss ja dann unten irgendwo sein, wenn er hier oben ist, nicht ist. Iskaroth! Juhu! Nee, der ist hier unten auch nicht. Neoras? Hey! Dein Kackrezept. Wegen deinem Rezept. Ich habe es noch nicht gefunden. Ja, kann der mir nicht Tipps geben? Iskaroth. Flop. Erstmal schön Schluck Wodka. Ach, war das hier der. Nee, hä? Alter, bist du Iskaroth? Sind da noch Magier, Junge? Es ist dir nicht gestattet, Talamon. Weiter. Kehr Garvik. Nee. Hey, you. Alter! Iskaroth. Den Namen kenne ich doch! Hä? Hier ist Gorax.
Das Palan? War ich in irgendeinem Raum noch gar nicht? Das Marduk? Ich will jetzt einfach nochmal alle Räume hier ab. Ja, das hier ist die Bibliothek, ne? Da komme ich nicht rein, oder? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hier ist Novizenkammer. Hier ist Marduk. Hier. Man darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Novizenkammer. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich hätte das nicht gedacht. Iskarot, du alter Schokostecher. Hey, bin ich irgendwie gerade quer? So steht es. Ist der vielleicht? Ach! Ah, der Typ da hinten am Schrein. Oh Gott, ja. Ja. So gut, ich eile Iskarot. Oh, müssen wir wieder hinlatschen. Das liegt doch auf der Alter, Hand. Ey. Vorhin war ich noch da und sag auch noch seinen Namen. Deswegen kam mir die jetzt ultra bekannt vor. Okay. So, und dann müssen wir irgendwie früher oder später hier mit dem Rezept irgendwie das mal finden, ey. Und da... Ne? Schwierig. Und der Babbo will ja wieder im Kräutergarten arbeiten. Das muss ich auch noch irgendwie hinbiegen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Iskarot, gut. Ich habe hier gerade... Ja, egal. So, Iskarot. Du Schlingel. Ist ja auch Tag und Nacht die ganze Zeit alleine, ey. Hey. You have a problem? Sergio schickt mich. Ich habe seine Aufgabe übernommen. Also, was gibt's? Hier in der Gegend streift seit kurzer Zeit ein dunkler Wolf herum. Spüre ihn auf und erlege ihn. Möge Innos allzeit... Easy as that. Ein dunkler Wolf? Dunkler Wolf! Wo bist du? Hier? Also er könnte einmal hier sein. Der ist wahrscheinlich jetzt gespawnt irgendwo. So. Der hört auch schlagartig die scheiß Orgel auf. Jetzt ist Ende hier mit Gottesdienst. Jetzt ist hier dunkler Wolf angesagt. Hallo? Mr. Dunkler Wolf? Ich hoffe, ich schaffe den. Ich schätze schon. Ich habe auch noch Zauber. Alter, ist gerade ultra still. Jetzt kommt... Ein schwarzer Wolf. Okay, gespeichert habe ich. Aber guck mal, das ist jetzt ein anderer Orgel-Soundtrack. Oh, getroffen. Lol, der läuft dagegen. Warte. Der läuft gegen irgendwas gegen. Ich treffe ihn nicht doch jetzt. Nice. Ich muss noch näher ran. Das riskieren wir. Triff ihn. Bitte. Nice. Umso näher man... Alter, was ist das für ein Vogel hier, ey? Alter, wie viel Pfeile ich an dem verbrat. Aber das Wolf, Alter, das Wolf. Der hängt an irgendeiner Wurzel fest. Und der Vogel freut sich auch. LOL, easy. Alter, kriege ich jetzt ein schwarzes Wolfsfell? Nee, nur normales. Okay. Ich habe... Wie viele Pfeile habe ich noch? 8. Wie viel hatte ich? 30? Oh, es wird dunkel. Ja, Fackel hier anmachen. Fackel. So, Iskarot, war easy. Komm, werde ich jetzt Magier? Dann brauche ich auch keine Fackel mehr, weil dann kann ich die Dinger durch die Gegend ballern. Böllern. Oh, moin. Hey. Hier kommt die ganze Zeit so ein Dämonensound. Ich habe den Wolf erlegt. Gute Arbeit, Novize. Du bist ein mutiger Mann. Doch nun geh wieder zurück ins Kloster und verrichte deine Arbeit. Easy. So, was haben wir jetzt noch auf dem Plan? Nur noch das Rezept, ne? Oder? Verlorene Rezept. Ah ja, der Kräutergartenboy. Arbeiten in der Gemeinschaft. Wenn ich die Aufgaben für die Magie erledige, bekomme ich die Erlaubnis, in der Bibliothek zu studieren. Gut. Hungrige... Ach ja, gut. Also, nur noch das Rezept finden? Ja. Okay, ich würde sagen, wir... Ich habe keine Ahnung, wo es ist, ne? Erster strategischer... Akt, ja, eingrenzen. Wo arbeitet der Boy? Im Keller. Das heißt, wir suchen im Keller. Spontan fällt mir da jetzt die Vorratskammer ein. Ansonsten habe ich die Vermutung, dass Novize die abgezogen hat. Und die Frage ist jetzt auch, ob ich die Opulus zeige.
abgezogen, ne? Und das Ding ist, wenn das ein Novize abgezogen hat, das habe ich auch gesagt. Wie finde ich das heraus? Hey. So, Argon. Achso, soll ich hier mal heilpflanzen? Wir versuchen heil... Die göttliche Ordnung verstehen. Ja, okay. So, 0815 Gelaber. So. Was so eine Fackel ausmacht an Atmosphäre, ne? Ich meine, er hält die wie so ein... Ja. Aber schön. So, ich suche ein Rezept. Komme ich da wieder rein? Nice. Ein Rezept. LOL, Alter, ich bin so gut! Alter, das war wirklich... Ich wusste wirklich nicht, wo es ist. Das war einfach die... Es war einfach logisch durchdacht. Wo arbeitet er? Und er hat's verloren. So, wäre ich Entwickler, würde ich so machen. Alter, ich predikte die Scheiße aus allem raus. Ist auch so, wenn ich Filme gucke mit irgendwem. Yo, da passiert gleich das. Film nie geguckt, genau das passiert. Überkrass. Ich bin einfach der geborene Rätsellöser. Wobei, nee, das ja eigentlich wiederum nicht, Alter. Da verzweifle ich ja manchmal übelhart. Hey, wo habe ich denn das jetzt? Ich will das angucken. Nachricht. Alter Brief. Kräuterliste. Steckbrief. Hä, hey, wo habe ich das denn? Achso, da? Ist das keine Steintafel? Doch. Hä? Wo ist das Rezept? Hä, ich habe so gerade aufgesammelt. Bin ich gerade komplett blind auf beiden Ohren oder... Rezept... Was ist denn los mit mir? Hier, angucken. Zur Herstellung von Tränken der magischen Kraft benötigt der Kunde Alchemist. Kundige Alchemist. Feuernessen, Feuerkraut, Feuerwurzel. Jeweils eine Pflanze feldknöterig. Meister Nero. Jetzt ist die Frage. Zeige ich. Alter. Zeige ich das Opolos? Opolos wäre einen kurzen Blick auf ein Rezept zur Herstellung von Mana-Tränken werfen. Wenn ich für Neoras arbeite, kann ich mir es vielleicht ausleihen. Das heißt, ich bringe das... Also, ein anständiger Boy ist ja erstmal nichts dran auszusetzen, ne? Aber kenne ich das Regelwerk? Wie ist denn das hier mit Novizen? Dürfen die so eine Tränke-Rezepte angucken? Was, wenn nicht? Dann bin ich nämlich der Ausgepeitschte. Dann bin das nämlich ich. Ich gebe mir jetzt einfach mal das Rezept und falls ich... Und dann frage ich, ob ich es ausleihen darf. Wegen deinem Rezept. Ich habe es gefunden. Gut. Ich hatte schon befürchtet, es wäre verschollen. Hier, nimm diesen magischen Trank als Zeichen meines Dankes. Trank erhalten. Kann ich bei dir lernen? Ich unterweise keine Novizen. Dann kann ich dir zeigen... Ja, erst wenn ich Magier bin. Hey, ja cool, jetzt kann ich ihn nicht fragen, ob ich es mir ausleihen darf. Toll. Chance vertan. Toll. Warte, ich gehe nochmal zu Opolos. Vielleicht hat... Ich meine, war ja kein kompliziertes Rezept, ne? Feuernessel... Feuerwurzel, Feuerkraut. Oder? Und ein Feldknöterich. Ich habe Neoras das Rezept schon wiedergebracht. Ach, Scheiße. Hey. Ich komme hier wohl nie zum Studieren. Was soll's? Ich trainiere dich trotzdem. Oh, nice. Nice. Ich will. Das ist nice. Aber vielleicht hätte ich so wahrscheinlich umsonst Stärke bekommen. Aber dann hätte mich eventuell der Neoras ausgepeitscht. Egal, gut. Liebe Kinder, es war eine weitere Runde Gothic. Morgen sehen wir uns wieder in alter Frische. Ja, bis denn. Tschüss.